Herzlich willkommen, meine lieben Windgeborenen. Da sind wir wieder auf unserer luftigen Insel. Es geht weiter. Herzlich willkommen bei der Folge 13. So schnell vergeht die Zeit, schon fast 2 Wochen hier Windborn. Wir warten hier noch, dass unsere 50 Keramik-Blocks in Keramik-Bricks umgewandelt werden. In der Zeit, was machen wir in der Zeit? In der Zeit bauen wir hier ein bisschen Marmor ab. Oh, gleich sind sie fertig. Ein paar mehr Lampen könnte man eigentlich noch bauen. So, hier diese Kanten müssen natürlich weg. So. Gut, wir haben den Quest completed. Juhu. Juhu. So. Ja. Und was haben wir? Was kriegen wir dafür? Ein Desert Column Cup. Cup hatte ich doch schon mal geguckt, was das ist. Cup ist eine... Kappe. Eine Kappe. Gut. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen den Desert-Schrein zu einem feinen Desert-Schrein updaten. Das haben wir schon gemacht. To learn the Rezept for the next level of Schrein. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Gucken wir mal. So. So. Kraft erfeinen, Desert Shrine. Das können wir machen, indem wir den nochmal abbauen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und den dann hier wieder setzen. Ja, es hat funktioniert. Super. Wieder eine Belohnung. Ja, Belohnung. Desert Bücherregal. Okay, was sollen wir jetzt machen? Bilder ein Haus. Oh, bau ein Haus in der Wüste. Aus Wüsten. Oh, oh, das ist natürlich ganz schön aufwendig. Ein Haus aus 100 oder mehr Desert Blocks. Wow. Wir haben ja 100 Desert. Warte mal, wo sind denn die? Hier haben wir ja 100. Wo sind denn die? 100 Sand? Sandstone? Ja, Desert Bricks? Ne. 74 Desert Bricks. 138 Sand. Und Schmutz. Eieiei, das ist natürlich eine Aufgabe. Hat man jetzt überhaupt Bock, ein Wüstenhaus zu bauen? Aber man will natürlich irgendwie... Ich meine, wenn er jetzt nur die Blocks zählt, dann könnten wir ja einfach eine riesige Plattform machen. Weil wir machen ja die... Na, die Quests machen wir ja jetzt nur im Prinzip, um an neue Rezepte zu kommen. Guten Morgen. Wir sind hierher gekommen, um gucken, ob das funktioniert. Wir sind hierher gekommen, um aus Wüsten. Warte mal. Ups. Nein, komm raus wieder. Nein, nicht in eine Höhle fallen. Gott, was für eine Höhle. Hier bleibt der Sand stehen, also der... Wir haben hier nicht so ein... Wir haben hier nicht so ein Streusand. Nur mal gucken, was macht er jetzt? Das akzeptiert er scheinbar nicht als Wüstenblocks. Gut. Was haben wir noch? Hier haben wir die Sandstone-Bricks, die probieren wir mal. So. So.
Vielleicht so, dass wir es von unten sehen. Hier, guck mal hier. Da ist unser Haus. Ja, müsste funktionieren. So. Klack. Klack. Och nö. Wie kriege ich den denn jetzt dazu, dass er denkt, dass es ein Haus ist? Mal gucken, wenn ich vielleicht vier Wände definieren als Haus. Mal gucken. Wenn wir jetzt hier eine Tür reinbauen. Eine Wüstentür. Können wir die Wüstentür jetzt hier bauen? Heimon Set, hier Desert Set. Komm, gib mir das Desert Set. Kann man die ausstellen? Ja, können wir alle ausstellen. Machen wir das Desert Set an und Desert Tür. Die können wir nicht. Ach, da müssen wir in der Nähe von einem Desert Schrein sein. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Müssen wir uns zurückbeamen und den Desert-Schrein mitnehmen. Sonst können wir nicht arbeiten. Hallo, Desert-Schrein. Wir müssen nicht mal... Nein, doch nicht der schöne Sessel. Doch nicht der schöne Sessel, Mann. Der soll doch hier bleiben. Und wieder zurück in die Wüste, um unseren Wüstenschrein zu bauen. Nicht um den Wüsten, um unser Wüstenhaus zu bauen. Ich weiß aber noch nicht, ich schätze mal, wenn er vier Wände und eine Tür hat, müsste er es eigentlich schon als Haus akzeptieren. Hier oben ist das Fundament, kann ich mich noch genau dran erinnern. So groß ist ja die Karte nicht. So, und dann bauen wir hier mal einen Wüstenschrein hin. Wo ist er? Oh, was haben wir da? Ach, das ist er ja. So. Boah, der versinkt ja im Sand. Oder ist er so klein? Ach so, na gut, dann machen wir hier erstmal nur eine Plattform, eine kleine. Ja. Ja. So, und hier stellen wir jetzt den Schrein hin. So, juhu. Und jetzt können wir uns nämlich auch eine Wüstentür craften. Was ist denn das, Sand? Ja, ist egal. Machen wir uns halt so einen Sand. War auch nicht so clever jetzt, wa? Nehmen wir es nochmal weg. Machen wir vielleicht dann da irgendwas Wüstiges rein. Oder wir haben hier eine kleine Vertiefung. Warte mal, gucken wir gleich mal, was wir noch von unserem Wüsten-Set hier schon haben. Was wir da schon machen können. Die Tür könnten wir mal schon bauen. So, was denn jetzt? Was fehlt denn hier noch? Keramik? Feinkeramik? Oh, wie anspruchsvoll. Feinkeramik. Warum habe ich jetzt keine Keramik dabei? Warum habe ich denn keine Keramik dabei? Kann ja wohl nicht sein, ha? Wisst ihr was? Wir sind jetzt mehr oder weniger gezwungen, hier einen Ofen zu bauen. So. Gut, ich hoffe mal, dass das Zeug, was wir hier haben, reicht dafür, um einen Ofen zu bauen. Nicht, dass es hier nachher noch einen Wüstenofen gibt. Können wir auch nicht bauen, weil wir keinen Glomos haben oder was. Mann. Keramik, um eine Tür zu bauen. Leute, mach mich schon nicht fertig. Warum das denn?
Komm, wir machen mal hier das Fundament komplett aus. Aus diesen Bricks. Ja. Ja, es ist eine Verlegenheitsgeste, weil ich jetzt keinen Bock habe, runterzugehen und Keramik zu holen. Aber muss ich ja machen. Mann, 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 Mann. Oder ich könnte mir natürlich auch die Zutaten, die ich brauche, hier oben besorgen. Hier gibt es ja Höhlen und da könnte ich ja, was brauche ich denn nochmal? Nochmal kurz gucken. Um einen Ofen zu bauen, brauche ich 4 Granit und 2 Glomos. Und dann habe ich einen Shaper. 6 Iron Ore und 3 Glomos. Ist ja eigentlich relativ simpel, ha? Das könnten wir uns hier eigentlich auch aus einer x-beliebigen Höhle holen. Die wahrscheinlich gleich hier um die Ecke ist. Hier zum Beispiel. Aber ist nicht die Art von Höhle, die ich brauche. Hier. Oh, guck mal hier. Oh, ho, 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 ho. Aua. Ich sage immer Aua. Ist total sinnlos, weil hier braucht man gar nicht Aua sagen. Gut. Dann holen wir uns mal hier unser Zeug für den Ofen. Dann können wir nämlich das Zeug, was wir da für unser Wüstenhaus bauen, brauchen, können wir dann vor Ort. Hey, gib mir das Glossteinzeug hier. Haben wir schon was? 13, haha. Brauchen wir eigentlich für den Stove, was braucht man dafür? Brauchen wir auch Glow und Granit und Eisen und Glow, okay. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Eisen, Granit haben wir hier. Nehmen wir mit. Ein bisschen was. So. Und dann bauen wir uns nämlich da oben in unser Haus einen weiteren Ofen. Und dann bauen wir uns da gezwungenermaßen hier ein kleines Wüstenhaus. Was soll der Geiz? Er will ja, dass wir das alles lernen, wie das hier funktioniert. Wenn wir dann alle Quests durch haben, dann können wir anfangen. Wow, es geht aber auch ab hier. Wenn wir dann alle Quests durch haben, dann können wir anfangen, uns irgendwelche Wolkenschlösser und ich will ja irgendwie so ganz schöne, süße, putzige Putzeschlösser bauen. Ah, guck mal, hier haben wir unser Eisen. Ja, das brauche ich nämlich für mein Ofenprojekt. Her damit. Es gibt nichts mehr als Granit hier. Ja, ja. Immer ran mit dem Eisen. Immer ran damit. Will ich Eis haben. Die ganze Eisenmine will ich haben. Guck mal, wie der krallt. Ja, gib mir das Eisen. Immer her damit. Immer her damit. Jeden einzelnen Eisenfurz will ich haben. Ja, gib mir das Eisen. Ja. So, schön. Sehr schön. Achso, wir bräuchten natürlich auch noch ein bisschen Kohle, um den Ofen zu beheizen, würde ich mal sagen. Immer noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja. Kohle kommt man immer ziemlich weit. Man braucht, glaube ich, nur 10 Kohle für eine Füllung. Sollten wir uns aber hier ein bisschen was mitnehmen. Guck mal, hier ist ja noch mehr Kohle. Können wir alles mitnehmen. Hier und hier. Ja. Ja. So ruckzuck haben wir wieder 200 Granit hier zusammen. Das ist ja absoluter Irrsinn. Haben wir hier für eine Felsspalte? Da passe ich gar nicht durch. Ich will hier durch. Lass mich durch. So.
Haben wir hier sogar wieder... Oh. Hier ist noch mehr Kohle. Ein bisschen Eisen könnte man noch gebrauchen. So. Ich denke mal, es reicht. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir gucken jetzt mal, das war schnurstracks. Oh. Das war schnurstracks wieder hoch. Oh, was haben wir denn da? Ist das schon der Ausgang? Oder wo sind wir hier? Hier ist auf jeden Fall nochmal Eisen. Gut, meine lieben Freunde. Das war's schon wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da bauen wir dann unser Wüstenhaus. Tschüss.